Friedensfreunde hier in Fürstenfeldbruck. Wir sind heute hier, um trotz des Wetters ein sehr heißes Thema dazu Stellung zu beziehen und zu sagen und zu zeigen und dafür laut zu werden, dass wir gegen Kriege sind, dass Bomben keinen Frieden schaffen und dass wir gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr sind und gegen Rüstungsexporte. Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, liebe Friedensbewegte, sehr geehrte Bürger, Bürgerinnen unserer Stadt und auch aus den Nachbargemeinden, die teilweise den Weg hierher gefunden haben. Ich begrüße Sie hier recht herzlich als dritte Bürgermeisterin unserer Stadt. Ich kann vielleicht nicht im Namen der ganzen Stadt sprechen, aber auf jeden Fall auch im Namen von Klaus Pleil, von unserem Oberbürgermeister, der ja auch heute hier ist und mit an der Seite dort steht. Im August 2014 ist unser Oberbürgermeister dem Städtebündnis Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, beigetreten. Das Bündnis wurde schon 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist die Förderung des Friedens, insbesondere mit dem Hintergrund von Hiroshima und Nagasaki, die Abrüstung aller Atomwaffen weltweit. Seither sind über 6.700 Städte in 134 Ländern und davon 455 in Deutschland diesem Netzwerk beigetreten. Auch wenn das Hauptanliegen dieses Bündnisses eine Nuklearwaffenkonvention und eine atomwaffenfreie Welt ist, so kann man ganz sicher ein Motto verallgemeinern. Städte sind keine Ziele. Wobei mit Städten hier auch alle Flächen gemeint sind, wo Bürgerinnen und Bürger, wo Menschen leben. Seit 9/11 und dem von Präsident Bush ausgerufenen Krieg gegen den Terror, den auch Obama ja nicht beendet hat, haben die USA in 7 Staaten der islamischen Welt militärisch eingegriffen. In Afghanistan, in Irak, in Somalia, Jemen, Pakistan, Libyen und jetzt in Syrien. Und überall haben sie nur eins geschafft, dass der Zerfall ganzer Staaten ausgelöst oder vorangetrieben wurde, dass radikale islamische Bewegungen erstarkt sind, wie die Taliban, wie Al-Qaida oder der Islamische Staat. Man kann im Prinzip sagen, der Westen schafft sich seine terroristische Bedrohung zum großen Teil selbst. Die vielen Flüchtlinge und die Terroranschläge von Paris und Istanbul bringen uns hier in Deutschland die Kriege näher. Ich habe das Gefühl, dass unser Selbstverständnis, dass wir im Frieden leben können, langsam bröckelt und damit vielleicht auch eine gewisse Furcht verbunden ist. Geopolitische Machtansprüche sind sicher ein Teil der Kriegsursachen und nicht zu vergessen ist, Kriege rechnen sich. Nicht für uns, aber die Aktienkurse von Rüstungskonzernen haben sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt und verdreifacht. Auf die Ursachen von Kriegen werden sicher die nachfolgenden Redner noch weiter eingehen. Ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren am Beginn des Afghanistan-Krieges hier auch eine Demonstration veranstaltet haben. Und es ist in gewisser Weise traurig, dass wir jetzt wieder sagen müssen, nein, stoppt den Krieg in Syrien. Die Beteiligung der Bundesrepublik ist völkerrechtswidrig und falsch. Kriege sind keine Mittel zur Lösung von Konflikten. Sie führen zu Not und Elend, zu noch mehr Flüchtlingen und noch mehr Terror. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Renate, Frau Bürgermeisterin, liebe Gäste. Ich will mich kurz vorstellen. Ich komme aus Aachen heute, ich lebe in Aachen und ich möchte nicht nur im Namen der Fraktion Die Linke, sondern vor allen Dingen auch im Namen des Antikriegsbündnisses Aachen und des Aachener Friedenspreises
erstmal herzlichen Glückwunsch übermitteln, dass ihr hier in Fürstenfeldbruck eine solche Initiative gestartet habt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr richtig und auch zur richtigen Zeit. Vielen Dank dafür erstmal. Wir haben in Aachen ein Antikriegsbündnis, das seit 1999, seit dem Jugoslawienkrieg arbeitet. Ich bin Gründungsmitglied dieses Bündnisses. Und das bei allen Kriegen, bei allen Militäreinsätzen auf der Straße war, das mittlerweile auch in der Stadt sehr gut verankert ist. Und wir haben den Aachener Friedenspreis, wo auch die Stadt Aachen selbst Mitglied ist und der auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass es eine gute Struktur ist, wie wir auch in der Breite der Gesellschaft uns entgegenstellen können den schon angesprochenen Kriegskursen. Wir haben in Deutschland seit Wochen, seit Monaten fast nur noch ein Thema, über das sich empört wird. Die sogenannte Flüchtlingskrise. Und ich will gar nicht groß darauf eingehen, aber ich will sagen, wenn man eine humane Lösung der sogenannten Flüchtlingskrise, das ist ja ein bisschen abwertend, Flüchtling, sind Menschen, die fliehen, wenn man eine humane und dauerhafte Lösung will, gibt es nur eine Lösung, nämlich Kriege beenden und Rüstungsexporte beenden. Und das gehört auf die Tagesordnung, überall. Weil was wir gerade erleben, ist ja eigentlich, dass kapituliert wird vor der Frage, warum gibt es diese ganzen Kriege? Warum fliehen die Menschen? Es spielt keine Rolle mehr, auch manchmal in unseren eigenen Debatten, auch in der Linken, keine Rolle mehr. Dann wird darüber diskutiert, können wir das schaffen oder nicht schaffen. Das ist die falsche Antwort. Wir müssen die Ursachen der Flüchtlingskrise bekämpfen. Die Ursachen liegen in den Kriegen, liegen in der Destabilisierung und sie liegen auch in einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung. Woher kommen die meisten Menschen gegenwärtig? Sie kommen aus Syrien. Das ist schon angesprochen worden. Was ist da passiert? Wir haben 2011 im arabischen Raum den sogenannten arabischen Frühling gehabt. Eine Demokratiebewegung zunächst, die zum Sturz führte, auch von diktatorischen Regimen, von Ben Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten. Und dann gab es zwei Staaten und es waren zufällig die beiden Staaten, die auch auf der Liste der, wie hieß es, der bösen Staaten standen, nämlich Syrien und Libyen, wo systematisch militante, radikale, terroristische, islamistische Gruppen gefördert wurden, um in diesen Staaten einen Regime-Change im Interesse auch des Westens durchzuführen. Über Jahre sind in Syrien, und ich will keinen diesen Staaten irgendwie sagen, das ist eine Demokratie, wie wir sie uns wünschen, weder Libyen unter Gaddafi noch Syrien unter Assad, aber trotzdem, dort wurden extremistische Organisationen wie die Al-Nusra, ein Flügel, wenn man so will, von Al-Qaida, unterstützt, um einen Regime-Change durchzuführen. Es wurde auch ein Embargo verhängt bis heute gegen Syrien. Und das hat zu einem blutigen Bürgerkrieg geführt mit über 300.000 Toten bisher, mit über 10 Millionen. Die Hälfte der Menschen in Syrien sind auf der Flucht im Land, in den umliegenden Ländern und einige kommen auch hierher. Diese Politik, die dort gemacht wurde, ist verheerend, sie ist verbrecherisch und sie muss endlich aufhören. Wir brauchen einen Friedensplan für Syrien, wie er auf der Wiener Konferenz vor einigen Wochen sich andeutete. Einen solchen Friedensplan werden wir auf jeden Fall unterstützen. Und wir haben in Libyen eine ähnliche Entwicklung gehabt. 2011 wurde Libyen bombardiert und ich habe damals, ich erinnere mich sehr genau an die Bundestagsdebatte, Westerwelle kam aus New York vom UN-Sicherheitsrat, hat geredet, Deutschland hat sich enthalten. Das war gut, das haben wir begrüßt, aber Westerwelle ist dafür,
massiv angegriffen worden, auch von SPD und Grünen, leider, muss man sagen, in dieser Debatte. Und ich habe bei der Bundestagswahl 2013 gesagt, ich trauere der FDP überhaupt nicht nach. Am Wahlabend habe ich das gesagt. Aber die Enthaltung im Libyen-Krieg war richtig, noch besser wäre ein Nein gewesen. Und vor wenigen Tagen sind Dokumente veröffentlicht worden, E-Mail-Verkehr von Hillary Clinton in den USA, aus denen eindeutig hervorgeht, worum es beim Krieg in Libyen ging. Gaddafi wollte einen afrikanischen Dinar, eine afrikanische Währung einrichten. Er hat Goldvorräte gesammelt, um das hinterlegen zu können. Und das geht mittlerweile offiziell aus Dokumenten hervor, dass das das Motiv des Krieges war, das vorrangige Motiv. Und uns wurde erzählt, es geht um Menschenrechte, es geht um Demokratie, um die Bevölkerung hier zu einer Zustimmung zu kriegen. Diese Doppelmoral, dieses Lügengebäude in der Außenpolitik, das muss endlich aufhören. Und Libyen ist heute neben Syrien eines der Hauptländer, aus denen die Flüchtlinge kommen. Und diese ganze Politik geht ja weiter und weiter und weiter. Und es ist keine, wenn ich dann sage, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, das muss auf die Tagesordnung, ja, dann heißt es immer, das ist eine akademische Debatte, das ist langfristig, haben Sie ja recht und so weiter. Nein, es ist eine tagespolitische Aufgabe. Jeden Tag werden Entscheidungen getroffen, die für diesen Kurs sich aussprechen oder gegen den Kurs sich aussprechen. Zum Beispiel gibt es nächste Woche ein Treffen der Bundesregierung mit der türkischen Regierung. Aber da kann die Bundesregierung sehr, sehr deutlich machen, dass sie diesen Kurs von Erdogan, der ja jetzt auch in der Türkei einen neuen Bürgerkrieg beginnt, dass sie diesen Kurs nicht mitträgt. Und dass sie dann keine Waffen mehr liefert an die Türkei und keine geheimdienstliche und polizeiliche Kooperation mehr eingeht. Das ist möglich oder eben nicht möglich. Aber es kann gemacht werden. Jeden Tag werden solche Entscheidungen getroffen. Wir brauchen in Deutschland eine Empörungskultur, wie sie ja gegenwärtig in anderen Zusammenhängen da ist. Wir brauchen eine Empörungskultur auch zu dieser verlogenen Außenpolitik. Mit der NATO-Osterweiterung. Es muss wieder eine friedliche Ostpolitik anvisiert werden, die wir in den 70er Jahren hatten, die die Vergründung der OECD geführt haben. Das ist der richtige Weg. Die Gesinnung nicht rötlich, ein Hirn ist nicht nötig.